Verdächtig. Die nächste Folge. Guten Tag. Mein Name ist Rüdiger Baumann. Ich bin Lehrer. Ich habe gestern darüber berichtet, wie das Gesundheitsamt meinen Angehörigen zu Hause getestet hat, der Corona-verdächtig ist. Okay. In verschiedenen Folgen davor habe ich erzählt, was so Tag für Tag vor sich gegangen ist. Es ist insgesamt komplett unerfreulich. Die Links finden Sie in meiner Beschreibung zu diesem Video, was Sie da auch hinfinden. Ansonsten einfach mal auf meinen Kanal gehen und da gibt es inzwischen über 80 Videos zum Thema Corona, mit dem ich mich seit Monaten ausgiebig beschäftige. Ich habe jetzt gesehen, dass es Menschen gibt, die fordern mehr Influencer in den sozialen Medien, mehr Aufklärung über die Gefährlichkeit von Corona. Ich kläre gerade zum Gegenteil auf. Ich kläre auf zum Thema Angst und Panik, dass es wenig Sinn macht. Ich kläre dazu auf, dass ich 10 Meter neben einem Corona-Verdächtigen lebe, der mich nicht angesteckt hat. Ich habe selbst in den letzten Tagen einen negativen Test absolviert. Ich liefere in der Beschreibung zu diesem Video viele, viele Aufklärungshinweise, die man sich anschauen kann. Ein Link, den ich gestern lieferte, bezüglich einer Neurologin, die über die Auswirkungen des Maskentragens bei Kindern erzählte, wurde inzwischen bei YouTube entfernt. Das passiert Gott sei Dank inzwischen nicht mehr so häufig, aber es passiert immer noch. Wir leben in einem Land der Zensur. Ja, das muss ich leider so sagen, weil ich habe das auch selbst schon erlebt. Das können Sie gerne anders sehen. Ich sehe das nicht mehr anders. Es ist leider so, dass Ihnen das Wort verboten wird, wenn Sie irgendetwas gegen Maßnahmen der Regierung sagen. Ja, zum Beispiel Masken tragen ist doof oder so. Ja, na gut, also ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ich habe es aber auch sauber begründet und ich habe darauf hingewiesen, dass Maskentragen selbst eine Riesengefahr darstellt. Ich bin der Überzeugung, dass das Einatmen all dieses Drecks, den Sie da vorne sammeln, nicht gesund ist. Wenn Sie darüber hinaus vielleicht auch noch einen Taliban-Bart haben, den Sie unter Ihrer Maske verstecken, der an sich schon nicht hygienisch ist und den dann noch befeuchten mit einer warmen Atemluft, ja, und die dort hindurch blasen, dann können Sie sich in etwa vorstellen, welche Art von Hygiene das vielleicht ist und welche Art von gesundheitsschädigenden Keimen, Viren, Bakterien, Dreck Sie einatmen, wenn Sie darüber noch eine Maske ziehen. Also, es geht nach meinem Verständnis überhaupt nicht. All solche Dinge werden inzwischen Tag für Tag aufgeklärt, von vielen Ärzten insbesondere. Ja? Und wenn Sie Aufklärung wollen, dann rate ich Ihnen auch dringendst inzwischen, die Biografien auf Wikipedia nicht mehr zu lesen. Diese werden manipuliert von Interessengruppen, die dahinter stehen, wie zum Beispiel der Pharmalobby, die also darauf ausgerichtet sind. Personen wie Herrn Bakhti, der als Professor an einer deutschen Universität an die 10.000 Ärzte ausgebildet hat und natürlich weiß, wovon er redet, schlecht zu machen, zu diskreditieren, rauszunehmen und so weiter. Das muss aufhören. Ja? Also wenn Leute wie Herr Steinmeier von Demokratie reden, diese dann aber nicht ermöglichen im eigenen Lande, so sehe ich das auch, ja. Also dann frage ich mich, was mit diesen Herrschaften los ist. Ja? Wühlen Sie mal ein bisschen in der Vergangenheit von Frau Merkel und Herrn Steinmeier und diesen anderen Vertreter dieser seltsamen Republik, in der wir inzwischen leben, in der wir keine offenen Debatten mehr führen, in der es Linksbündnisse wie Unteilbar gibt, die also darauf ausgelegt sind, die Bevölkerung zu spalten.
Ja, zu spalten, also nicht zu vereinen, weil diesen Gedanken, dieser Herrschaften kann man nicht in allen Punkten folgen. Sie mögen zwar gesunden Menschenverstandes sein und Gutes wollen, aber das, was diese Herrschaften wollen, ist nicht der Wille von allen und ist daher nur eine Stimme. Und allein die Behauptung, da würde es irgendwie eine unteilbare Bevölkerung geben, die zusammen irgendwelche Manifeste unterschreibt und hinter diesen steht, das ist alles Mist. Also, wenn Sie wirklich eine offene Debatte wollen, dann gehen Sie zu auf Ihre Feinde und fragen Sie die bitte, was die denn so meinen und glauben, und versuchen Sie wirklich respektvoll mit denen umzugehen. Versuchen Sie wirklich herauszubekommen, wo Gemeinsamkeiten sind, damit man an diesen arbeiten kann, damit wir wirklich wieder eine Bevölkerung werden, die hinter dem Grundgesetz steht, die hinter der Demokratie steht, die nicht spaltet. Ja? Und es gibt wirklich sehr, sehr viele Redner auch auf den Querdenkenbühnen, wie zum Beispiel ein, war das der Neffe von Sophie Scholl, der schon seit Jahren aufklärt in den Schulen zu dem, was damals passierte. Er zieht auch Parallelen zu dem, was wir heute sehen, und es ist beängstigend, was wir da sehen. Und es kann so nicht weitergehen. Wir brauchen wieder eine Presse, die die Meinung aus der Bevölkerung abdruckt. Das ist nur zum Teil der Fall. Ja? Es gibt nach wie vor Hardcore-Propaganda-Magazine, die wirklich es darauf anlegen, die Spaltung zu vollziehen, die von Unteilbar und ähnlichen Organisationen angedacht ist. Also es könnte gemeinsame Themen geben, die wir gemeinsam beackern. Also rechts und links und alle Fraktionen. Und das heißt natürlich, den Gewaltextremismus zu bekämpfen. Auch die psychische Gewalt rechne ich dazu. Ja? Also wenn man jetzt sagt, wir werden jetzt, wie Trump es zum Beispiel macht, die Antifa und den Ku Klux Klan als Terrororganisation demnächst verbieten, dann ist das ein Diskussionsthema. Darüber kann man reden. Ist es vernünftig, sowas zu machen? Also meine Einschätzung dazu wäre ganz klar, ja, natürlich. Die Antifa ist eine Bedrohung für unsere Gesellschaft. Es wird ständig so getan, als ob die für irgendetwas Gutes stehen. Tun sie aber nicht. Sie werfen mit Steinen, sie verbrennen Autos, sie setzen Menschen unter Druck mit bösester psychischer Gewalt. Und die ist kein bisschen weniger schlimm als alles andere auch. Als die Mordanschläge von irgendwelchen Rechten in der NSU und und. Also, und was da alles dran ist, das können Sie sich natürlich auch in Ruhe durchlesen. Aber man muss das wirklich mal ausgewogen betrachten. Gewalt ist Gewalt, psychische Gewalt ist psychische Gewalt. Mir ist es scheißegal, wo dieser Dreck herkommt. Ich möchte, dass der verboten wird, und ich möchte auch, dass unsere Regierung ganz klar sagt, dass auch diese Aktivitäten auf der linken Seite extremistisch sind. Und dass die zu verbieten sind. Herr Steinmeier, ne? Frau Merkel, ne? Ja? Sagen Sie das mal Ihrem Volk, Ihrer Bevölkerung, Ihren Leuten, Ihren Deutschen, Ihren Menschen, die Sie vertreten, dass das nicht geht. Hier wird niemand mehr einen Stein auf einen anderen werfen. Wir werden keinen Bürgerkrieg hier anzetteln, wie Unteilbar und ähnliche das hier gerade machen. Ja? Wir brauchen keine Weltregierung, falls Sie das gerne hätten. Und ich werde diese Weltregierung sogar verhindern, wenn Sie das vorhaben.